Hallo, herzlich willkommen zur Sendung mit der roten Maus, auch wenn Sie die rote Maus heute mal wieder nicht sehen. Wir haben hier einen etwas ungewöhnlichen Aufnahmeort für dieses Video ausgesucht. Dafür gibt es Gründe. Grund 1, das Impeachment-Verfahren, also das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, ist tot beerdigt. Der Untergang des Vereinigten Königreichs trotz Brexit ist nach dem Brexit ebenfalls beerdigt. Das sind die beiden Hauptthemen heute. Natürlich können wir uns dem Virusthema auch nicht entziehen und deshalb bleibe ich zunächst kurz bei diesem Virus. Und fangen damit an. Es ist natürlich außerordentlich schwierig, hier irgendwelche Prognosen, Ableitungen, Kommentare zu machen, weil einfach viel zu vieles unklar ist. Letztlich, wenn man ehrlich ist, wissen wir nichts. Wir wissen noch nicht mal genau, was in China vorgeht, obwohl wir bombardiert werden mit Informationen und Nachrichten. Aber wie sollen wir von hier aus beurteilen, ob die Nachrichten stimmen, ob die Bilder dazu stimmen, das alles wissen wir nicht. Deshalb möchte ich vorsichtig bleiben bei diesem Thema, aber eben doch auf ein paar relevante Zusammenhänge hinweisen. Es ist natürlich auch insofern wichtig, darüber zu reden, weil es in der letzten Woche an den Märkten, damit meine ich die Finanzmärkte, kaum ein Thema gab, welches die Teilnehmer dort so beeinflusste, wie eben dieses neuartige Virus, von dem man ja inzwischen weiß, dass es ein synthetisches Virus ist, welches wohl einem Labor auf die eine oder andere Art entsprungen zu sein scheint. Und das Ganze ist in Wuhan passiert, in dieser chinesischen Stadt. Wenn man dort ein bisschen recherchiert, stellt man fest, es gibt dort ein Unternehmen, welches Wuxi Pharmatech heißt. Und man höre und staune, daran ist ein gewisser Soros beteiligt. Dieser Name Soros, der taucht immer wieder auf, wenn solche Vorfälle oder Demonstrationen oder andere durch NWOs gesteuerte Vorfälle entstehen und sich zeigen. Also das ist schon wirklich auffällig. Wuxi Pharmatech in Wuhan, genau dort, wo dieses Virus angeblich einem Labor entsprungen ist. Kurz zurück nochmal zur Börse. Der DAX, der fiel am Freitag, also am Ende der letzten Handelswoche, unter die 13.000er Marke. Und er verlor damit in dieser einen Woche 4,5% an Wert und ist ihm damit auf ein Zwei-Monats-Tief zurückgefallen. Das zeigt schon, wie empfindlich und sensibel die Märkte derzeit sind. Es braucht dafür oft eben einen Auslöser, der die in die eine oder andere Richtung treibt. Nur der Auslöser ist eben, wie das Wort es ja schon sagt, nur ein Auslöser und nicht oft der wirkliche Grund. Es ist im Moment einfach eine enorme Unsicherheit da, ob die Märkte nicht extrem überbewertet sind oder nicht. Naja, und am Freitag war man eben der Meinung, die Märkte sind überbewertet. Natürlich kann man die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Virusproblems nicht ignorieren. Denn es werden Flüge von und nach China gestrichen. VW hat die Arbeit in China vorübergehend komplett eingestellt. Auch Toyota legt Fertigungsstraßen still. Und es ist nun auch für Apple so, dass die eben warten müssen auf Bauteile, die in China produziert werden. Europäische Einzelhändler, die in China sitzen, wie IKEA beispielsweise, schließen einfach ihre Läden. Da muss man nun nicht besonders prophetisch begabt sein, um daraus ableiten zu können, dass dieser Vorgang Auswirkungen auf die Entwicklung der Weltwirtschaft haben wird und damit eben auch auf die Aktienkurse, die ebenfalls schon von einer enormen Unsicherheit begleitet werden.
Nun gibt es ja auch Optimisten, die sagen, ja, wenn sich das Wirtschaftswachstum abschwächt, dann ist das für die Aktienkurse nicht unbedingt schlecht, weil dann werden die Zentralbanken gegensteuern. Zum Beispiel durch Absenkung der Zinsen. Ja, wenn man da mal genauer hinschaut, stellt sich natürlich die Frage, wohin soll denn die EZB, die Europäische Zentralbank, die Zinsen noch absenken? Da gibt es kaum mehr Spielräume. Also für die EZB dürfte sich das als außerordentlich schwierig darstellen. Draghi übrigens, der vorherige EZB-Präsident, ist ja von Steinmeier hoch ausgezeichnet worden. Er hat ja, ich glaube, das Bundesverdienstkreuz war es, bekommen. Man sieht alle diese Auszeichnungen, ob es nun diese ist, die Steinmeier Draghi umgehängt hat, oder ob es der Nobelpreis ist oder andere. Die verlieren eigentlich immer mehr an Wert und an Bedeutung. Denn ob Obama nun einen Friedensnobelpreis bekommt, was vollkommen irrsinnig ist, denn kein anderer Präsident hat so viele Bomben abgeworfen wie er, oder ob ein Draghi, der die deutschen Sparer um zig Milliarden brachte, eine Auszeichnung vom Bundespräsidenten bekommt, alles das ist im Grunde schon lächerlich. Oder es zeigt, dass es im Sinne der Bundesregierung und im Interesse des Bundespräsidenten ist, den deutschen Sparer zu enteignen. Und vielleicht bekam Draghi ja nun dafür diese Auszeichnung. Es ist übrigens das Jahr der Ratte. Es hat das Jahr der Ratte angefangen in China. Auch 2008, das Jahr der großen letzten Finanzkrise, war das Jahr der Ratte. Nun gibt es natürlich viele Meldungen zum Verlauf und auch Prognosen hinsichtlich all dieser wirtschaftlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Virus. Man muss sich allerdings die Frage stellen, welche Interessen stecken vielleicht dahinter, wer hat was davon, wer eher nicht, wem schadet es. Tatsache ist, dass der Staatspräsident Chinas, Xi Jinping, stark unter Druck geraten ist durch dieses Virus. Die Presse, vor allen Dingen in Hongkong, nutzt natürlich die Gelegenheit und schlägt auf ihn ein. Also da wird man abwarten müssen, wie die Chinesen dieses Problem in den Griff bekommen. Auch den Amerikanern kommt das sicher nicht ungelegen, denn Xi hat ja deutlich seine Machtansprüche formuliert und es ist schon nachvollziehbar, dass es für die US-Amerikaner die beste Lösung wäre, wenn Xi verschwinden würde von den Schalthebeln der Macht. Nun, wir werden sehen, diese Biowaffen oder Viren, die als Biowaffen zumindest erforscht werden, sind ja nun nichts Neues. Ich habe darüber schon Anfang 2016 bei Cashkurs.com einen Artikel geschrieben. Ich möchte daraus kurz zitieren. Der Hintergrund war, dass eine solche Virusinfektion im Donbass, also in der Ostukraine, damals festgestellt wurde. Zitat: Die seitens der Donbass-Nachrichtenagentur publizierten Berichte basieren auf Informationen, laut denen es sich um ein tödliches Virus namens California Flu handeln soll, das seinen Weg in die Freiheit aus einem durch US-Militärexperten betriebenen Laboratorium in der Nähe der Stadt Charkow gefunden haben soll. Nicht nur in Charkow, auch in Georgien nahe der russischen Grenze haben die Amerikaner 270 Millionen US-Dollar in das Lugar-Biolabor investiert. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter dort sind Militärs. Das Zentrum wird gerne von für ABC-Abwehr zuständigen Ministern der USA besucht. Ja, also solche Labors gibt es weltweit ein paar. Eines in Kanada, wie man jetzt weiß, einige in den USA und die Chinesen haben eben ihres in Wuhan. Wenn man weiß, dass solche Laboratorien an mehreren Stellen der Welt betrieben werden, kann es natürlich sein, dass der Zwischenfall durch ein Labor in Wuhan ausgelöst wurde. Es wäre aber auch denkbar, dass so etwas dorthin transportiert worden ist. Dabei möchte ich es aber belassen. Wir müssen einfach noch ein bisschen abwarten und das Ganze verfolgen, wie sich das entwickeln wird. Brexit, das nächste Thema hier. Wurden ja katastrophale Zustände prognostiziert, also von den
Mainstream-Medien, der berühmten Journale, aus dem EU-Parlament, der Bundesregierung, aus Brüssel und auch von vielen Ökonomen wurde die Katastrophe für das Vereinigte Königreich prognostiziert, sobald es aus der EU austritt. Da gab es kaum einen Wirtschaftswissenschaftler oder Journalisten, der nicht die schlimmsten Untergangsszenarien servierte. Schon vor dem Referendum 2016 und auch danach bezeichnete man alle die, die für einen Austritt waren, als die Unbelehrbaren, als die Rückwärtsgewandten, als die Unvernünftigen. Und fast bis zum Schluss, bis zum Wahlsieg Johnsons, hatten viele die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Brexit noch verhindert werden könnte. Nun, das hat nicht funktioniert. Boris Johnson hat die Wahlen gewonnen. Der Austritt ist nun Fakt. Die Wohlstandsverluste, die hier eintreten sollten, sind im Austrittsjahr bisher nicht entstanden. Und auch im letzten Jahr, in dem relativ klar war, dass der Austritt kommt, hat sich auch von all diesen Katastrophen bisher keine einzige eingestellt. Der Inlandskonsum sollte zurückgehen, der Immobilienmarkt sollte einbrechen. Also alles das ist nicht passiert. Tatsächlich ist die britische Wirtschaft 2017 um 1,8% gewachsen. Für 2020 sagt der Währungsfonds, der internationale Währungsfonds, der IWF, inzwischen sogar ein Wachstum für Großbritannien in Höhe von 1,4% voraus, welches dann deutlich höher liegen soll als jenes, welches für die Bundesrepublik prognostiziert wird. Also auch hier passt man sich allmählich den Realitäten an. Sehr euphorisch ist dann sogar die Bärenbergbank, denn sie geht für dieses Jahr für Großbritannien von einem Wachstum von 1,7% und im nächsten Jahr sogar von 2,1% aus. Auch der britische Industrieverband ist optimistisch geworden. Und der Einkaufsmanager-Index Großbritanniens sprang im Januar über den Wert von 50. Und das ist ein deutlicher Hinweis auf wirtschaftliche Expansion. Der Spiegel, den man ja schon fast nicht mehr nennen möchte, ich hoffe, dass ihn möglichst wenig lesen, die haben ja auch über 600.000 Leser im letzten halben Jahr verloren, der titelte vor kurzem: Der Milliardenschaden, den die Briten kaum spüren. Also was ist denn das für ein Gewäsch, ein Schaden, den man nicht spürt? Also mit Schäden, die ich nicht spüre, mit denen könnte ich auch gut leben. Das britische Pfund, ja tatsächlich, es hat etwas an Kaufkraft eingebüßt gegenüber dem Euro. Nur das muss ja kein Nachteil sein, denn das wirkt sich förderlich auf den Export britischer Dienstleistungen und Güter aus. Und nun gibt es auch noch den Bundesbankvorstand Joachim Würmling, der nun auch plötzlich Sorgen bekommt, dass in Großbritannien eine Art Offshore-Finanzplatz in Europa entstehen könnte. Also ein Offshore-Finanzplatz in Europa, aber eben nicht in der EU. Dass eben dort ein Zentrum für Finanzdienstleistungen entstehen könnte, welches massive Konkurrenz zu den EU-Institutionen liefern würde. Und bei einem solchen Finanzplatz geht es eben nicht nur um den Finanzplatz mit seinen Finanzdienstleistungen selbst, sondern da werden auch Dienstleistungen und Waren produziert. In der Zwischenzeit hat Johnson auch deutlich gemacht, dass er die alte Freihandelstradition wieder aufnehmen wird. Es sind ja auch schon Verträge geschlossen mit den USA und die werden viele weitere bilaterale Regelungen finden. Und das Vereinigte Königreich ist ganz weit von diesem Untergang entfernt, der ihm so schlau prognostiziert wurde. Auch sehr unprofessionell war das ganze Abschiedsgehabe sowohl der von der Leyen als auch im Parlament, im EU-Parlament. Keiner hatte da die Größe, einfach zu sagen: Gut, Briten, wir hatten Spaß mit euch, wir wünschen euch alles Gute und hoffen auf vernünftige Beziehungen auf anderer Ebene. Nein, man hat wie beleidigt letztlich sich hier verhalten. Ja, und dann noch zum letzten Thema. Impeachment, habe ich anfangs gesagt, Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ist tot. Zeitgleich passiert mit dem Brexit. Das sind auch immer so sonderbare Zufälle. Also es hätten mindestens 4 Senatoren
der Republikaner mit den Demokraten stimmen müssen. Das hat nicht geklappt. Es haben nur zwei mitgestimmt. Und dabei ging es darum, ob dieses sogenannte Impeachment-Verfahren rechtsstaatliche Mindestanforderungen einhalten müsse oder nicht. Und da war man eben der Meinung, das müsse nicht so sein. Der Spiegel tritt natürlich nach und zitiert die Pelosi, die hier erklärt, es kann ja niemand freigesprochen werden, gegen den kein Verfahren lief, also bezogen eben auf Trump. Ich bin ja gespannt, wann der Spiegel, der ja hier als ja, Bashing-Organ gegen Jim Johnson und auch gegen Trump und auch vorher gegen Putin fungierte, die Realitäten erkennt und sich denen anpasst. Die führen immer noch die letzten Befehle auf, die da anscheinend vom Deep State irgendwo im Raum schweben. Also, das Thema ist auch durch. Und der Brexit, da noch das abschließende Wort dazu, ist der Anfang vom langsamen Sterben der EU. Nicht von Europa, aber des Molochs EU. Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut oder zugehört haben. Ich bedanke mich auch für die Unterstützung, für die finanzielle Unterstützung, die wir in der letzten Woche bekommen haben. Sie machen es uns möglich, hier weiterzumachen. Was YouTube betrifft, wird es immer schwieriger. Sonderbarerweise demonetarisieren uns die Videos nun schon von vornherein und erst wenn die große Klickwelle mit vielleicht 20, 30.000 Klicks schon durch ist, erst dann wird es monetarisiert. Das heißt, die Einnahmen, die vorher schon gering waren, sind dort inzwischen fast bei null. Deshalb ganz großer Dank an alle, die uns hier unterstützen. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen hoch und auch besonders über ein Abonnement. Wenn Sie abonnieren, vergessen Sie es nicht, mit Glocke zu abonnieren, denn nur dann ist gewährleistet, dass Sie auch informiert werden, wenn wir ein neues Video einstellen. Auch das nicht hundertprozentig, wie wir feststellen müssen. Es lohnt sich, das hin und wieder zu erneuern, dieses Abonnement mit der Glocke. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es dann doch relativ gut. Ein letzter Hinweis noch. Unsere nächsten Seminare finden statt in Osnabrück und in Stade. Wir blenden den Hinweis hier kurz ein und verlinken das natürlich auch in der Infobox. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.